Hallo liebe Heimkino-Fans, herzlich willkommen. Lange Zeit haben wir uns nicht mehr hören und sehen lassen. Es gab ja auch nicht viel Neues. Aber die Zeiten ändern sich. Wir haben heute für euch ein technisches Highlight und das ist jetzt genau hinter mir aufgebaut. Und da verbirgt sich jetzt was ganz Besonderes. Und zwar ein Ultra-Kurzdistanz-Projektor. Und das ist ein Projektor von der Firma Hisense. Hisense! Ecki, wo kommst du denn her? Ja, ich habe mich angeschlichen. Wo du schleichst dich von hinten an. Wo technische Neuerungen sind, da muss ich auch sagen. Ich habe das auch noch nicht gesehen. Was du weißt, um was es geht? Ich habe gerade runtergeguckt, ja. Dann zieh doch mal bitte an der Simsalabim. So, jetzt brauchen wir natürlich ein Cuttermesser. Habe ich nicht. Das liegt natürlich aber jetzt hier. Ich gehe mal kurz auf dem Bild. Ja. Aber ich bin im Bilde. Du bist im Bilde, genau. So, bitteschön. Ich habe die Ehre, ja. Ja. Und zwar, das ist ja jetzt momentan unser Demo-Gerät. Ja. Und ich habe mir das jetzt nicht nehmen lassen, solange wir warten, bis du vorbeikommst. Und heute ist dieser Tag. Sehr schön. Und wir boxen doch jetzt mal, oder unboxen doch jetzt mal. Ja, also wie man sieht, wirklich, erste Gerät. Wir haben beide das Gerät noch nicht gesehen. Ja, absolut. Genau. Echtes Unboxing. Ich mache jetzt mal ganz kurz Folgendes. Und zwar werde ich mal jetzt die Kamera hier nehmen. Oh, müssen wir die anziehen? So. Für extra zwei Paar. Eins für dich, eins für mich. So, gut. Dann nehme ich das mal ein bisschen, mach das mal ein bisschen höher. Sieht man da was? Ja. Ja. Genau. Handschuhe sind auch mit dabei. Handschuhe sind dabei. Ich ziehe jetzt die Handschuhe an, damit ich hier nichts. So, dann lasse ich das jetzt erstmal so. Es sind sogar zwei Paare. Sehr gut, dann ziehe ich mir die anderen Handschuhe an. Oh, vornehm. Sehr vornehm. Ja, was haben wir denn da? Ja, fangen wir mal an. Also hier haben wir erstmal eine Tüte mit Zubehör. Da scheint die Fernbedienung drin zu sein. Ah ja, die kennen wir schon. Das ist die sehr edle Fernbedienung. Die hatte, glaube ich, auch schon der kleine Bruder. Der 100 respektive 120 L5F. Wirklich sehr, also die ist wirklich schön. Die ist aus Metall, schön schlank, elegant. Hat tatsächlich jetzt hier auch die Shortcuts für Netflix, Prime Video, YouTube. Ja, das ist... Genau, da müsste jetzt auch eine neue Taste dabei sein. Guck mal, das ist mir aufgefallen und zwar müsste das die... Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht im Kopf, welche bei der Vorgänger... Genau, das müssen wir dann mal später mal auf der Homepage, kann man das nachlesen. Ich halte mal die Fernbedienung hier in die Kamera. Ja, die ist wirklich sehr, sehr... Sehr hochwertig und edel. Genau. Dann bin ich sehr überrascht, dass es sowas noch gibt. Ein richtiges Bedienungshandbuch. Das gibt es ja gar nicht. Wahnsinn. Das ist ja eine Bettlektüre. Ja. Gut, die ist wahrscheinlich in x Sprachen. Aber trotzdem, die meisten Hersteller haben das ja wegrationalisiert. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil immer das im Internet suchen zu müssen und so weiter. Also tatsächlich ein richtiges Telefon. Zum Nachschlagen. So. So, was haben wir hier? Hier sind... Dann haben wir hier ein USB-Kabel. So, was haben wir hier noch? Mal gucken, was da noch ist. Oh! Ein Staubblasebalg. Ja, sehr wichtig. Ja, gut. Ist das ja eine Top-Ausstattung. Aber was, wofür genau? Also, und ein Schmink... Schminkpinsel. Also ich nehme mal an, dass das fürs Gehäuse ist. Ich glaube, hoffe nicht, dass man die Light Engine damit reinigen muss. Ja, natürlich. Also das ist dann hinterher für die Hobbybastler wahrscheinlich, ne? Ja. Aber Spaß beiseite, wir haben ja hier tatsächlich
sagen wir, ein richtiges Highlight jetzt hier im Karton. So, das kommt um die Füße, diese Halbmonde da. So, jetzt. Praktisch, das ist ein Schutz, damit dann der Projektor später nicht wegrutscht, dass der fixiert ist. Ne? Ja, das so, kann man festlegen. Mit doppelseitigem Klebeband, genau. Gut, so, jetzt eine Ebene tiefer. Jetzt kommt der eigentliche. So, jetzt werden wir gleich ernst. Genau, jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt kommt der spannende Teil. Ich bringe mal so wie dahin und du kannst den Karton. Ich ziehe den Karton weg. So. Ja. Jetzt wird spannend. Wir nähern uns. Tada. So. Ja. Ja. Der Hisense, der ist jetzt auch vom Design her wesentlich runder. Heb nochmal hoch, ich nehme. Ja, ich muss zugeben, in echt sieht er besser aus als auf den Fotos. Ja. Ich habe ihn auf Fotos gesehen und habe gedacht, ja. Zieh auch mal hier die. Aber er hat tatsächlich einen 100% Klavierlack. Optik. Das sieht schon edel aus, muss man sagen. Ja, sehr edel. Und wir haben ja auch hier die Soundbar. Die integrierte Soundbar ist jetzt ja auch stärker. Mhm. Die hat also jetzt nochmal 10 Watt mehr wie der Vorgänger. Oder beziehungsweise Vorgänger kann man nicht sagen. Das gibt ja, das ist ja im Prinzip eigentlich, ist das ja ein weiteres Produkt im Line-Up. Den L5F, den gibt es ja weiterhin, ja, mit einem Laser. Hier haben wir jetzt 3 Laser, das ist jetzt die Weiterentwicklung. Laser-TVs gibt es ja jetzt schon seit, weiß gar nicht, ein paar Jahre sind es ja jetzt schon. Genau. Großen Erfolg. Aber die Farben wurden ja eigentlich nur durch blauen Laser erzeugt. Und das ist ja nur eine der 3 Grundfarben. Und grün bzw. rot wurden durch Laser durch Phosphor erzeugt. Ja. Und die technische Herausforderung war es immer, einen Laserprojektor herauszubringen, der alle 3 Grundfarben mit entsprechenden Lasern erzeugen kann. Also einen roten, einen grünen und einen blauen Laser. Der Durchbruch kam mit dem Samsung. Das war LSP9T, der erste RGB-Laser-TV. Ja. Und das ist jetzt der 2. auf dem deutschen Markt. Und Hisense kontert das spätere Release mit mehr Licht. Nicht? Die geben an, dass sie 3000 Lumen bei diesem Gerät erreichen, mit diesen RGB-Lasern. Wohlgemerkt Ansilumen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Genau, also Lumen, damit wird ja die Helligkeit eines Projektors gemessen. Bei Fernseher wird es ja anders angegeben haben. Und viele Hersteller tricksen so ein bisschen. Die geben dann an, den Lumen der Lichtquelle oder. Dann stehen da inflationäre Zahlen. Da hast du vollkommen recht. Ansilumen ist ein Messstandard, der auf der Leinwand, an der Leinwand gemessen wird und der das vergleichbar macht. Und dann muss man dazu sagen, der Hersteller gibt noch einen anderen Wert an. Und zwar, der sagt, dass das 420 Nits entspricht. Ja. Man kann das auch mal mit einem Fernseher vergleichen. Ja? Und das bedeutet ja, dass also heute ein sagen wir mal, relativ heller Fernseher oder Monitor, der hat ja irgendwo 500 Nits. Ja? Also das die sind aber dann schon brechend hell. Gut, lichtstark. Das zieht ein bisschen auf den HDR-Standard ab. Da wird ja diese Nits für diese Highlights verwendet. Viele HDR-Fernseher sind mit 1000 bis 2000 angegeben, die sind aber auch viel, viel kleiner, muss man dazu sagen. Genau. 400 Nits bei einer Bildgröße von 100 oder 120 Zoll, also das ist, das muss ich jetzt an dieser Stelle auch sagen, man muss sich bei dem Hisense immer vorher entscheiden, welche Bildgröße man haben möchte, denn er wird grundsätzlich mit einem Screen ausgeliefert. Genau, es gibt ja 3 Möglichkeiten, 3 Screens, also es gibt ja einmal den 100L9G minus A12, beziehungsweise nee, B12. Das ist dann im Prinzip die Fresnel Soft. Fresnel bedeutet, Softscreen. Das ist auch wieder eine neue Screen-Technologie. Und dann gibt es noch das Hub-Panel. Mhm. Also ich hab das jetzt vertauscht. Also es ist ja ein bisschen verwirrend. Und zwar das D12 ist praktisch das neue. Und ich glaube, die Bezeichnung noch mal. Und B ist Hub-Panel. Das kann man, glaube ich, vorher angucken. Also, die haben das bezeichnet. Ja. Es gibt 3 Modelle. Also, B12 ist Hub-Panel und D12 ist die neue Leinwand. Ja. Da gibt es ganz neu, das ist eine Fresnel-Leinwand. Allerdings muss man da dazu sagen, da hat man ein kostenloses Philips Ambilight dabei. Mhm. Also, das auch noch. Leider nicht. Leider haben wir das nicht dabei. Aber ich sage jetzt mal ein kostenloses.
weil bei einer Fresnel-Leinwand hat man leider so ein bisschen ein unscharfes Doppelbild, sage ich jetzt mal, kann passieren auf der Decke. Ne? Dass man, also das gilt vor allen Dingen für den Hardscreen. Denn der Hardscreen, das ist praktisch ein Kunststoffscreen und der ist sehr robust, abwaschbar und so weiter, hat viele Vorteile, ja. Aber er hat eine etwas glattere Oberfläche. Und die reflektiert leider ein klein bisschen von dem Licht, ja. Und das landet dann an der Decke. Genau, und das hat man bei der Softscreen, ist das natürlich nicht so. Genau, die Softscreen, die hat nämlich keine glatte Oberfläche, da sind die Rillen praktisch liegen frei. Ja. Die ist trotzdem sehr robust, ja. Aber sie hat definitiv weniger diese Oberflächenreflexion an die Decke. Das ist ein Vorteil. Ja. Genau, also ich sag's jetzt nochmal, es gibt die 100L9G, jetzt Vorsicht, minus B12 und dann 100LG9 minus D12. Ja. Also das ist dann das Softscreen. Und dann gibt es aber, um die Verwirrung noch weiterzuführen, es gibt jetzt auch noch ein 120L9G und dann aber nur noch ein A12. Und zwar, und das ist eigentlich eine CLR, ALR. Ja. Da sind wir jetzt auch noch nicht drauf angegangen, diese Screens unterscheiden sich nochmal, diese Fresnel-Screens, die haben runde Lamellen sozusagen, die sind kreisförmig angeordnet, ja. Und dadurch können die sowohl Licht von der Seite als auch von oben und unten absorbieren. Das heißt, die filtern Fremdlicht aus allen Richtungen. Ja. Der CLR-Screen, der filtert ausschließlich Licht vertikal, also das von oben kommt. Das erhält da nicht so viel Kontrast in einem hellen Raum, aber hat einen wesentlich breiteren Sichtwinkel. Das hat also wieder beides seine Vor- und Nachteile. Und na gut, und natürlich die Größe. 120 Zoll, da reden wir wirklich schon über richtige Heimkinogröße. 100 Zoll ist auch schon deutlich größer als ein Fernseher, ja. Aber 120 Zoll ist schon wirklich mega, richtige, ne? Heimkinogröße. Aber jetzt gerade nochmal zur Leinwand, ob man die braucht. Natürlich braucht man die, weil ich werde immer, ja, wieder gefragt, unbedingt. Kann ich denn auch den Projektor auch so out of the box einfach irgendwo hinstellen und dann auf die bloße, also auf die pure Wand. Das würde ich also zum Beispiel vermeiden, weil man weiß ja nie, ob die Wand gerade ist, ne? Ob die Mulden hat oder ob die, genau, welche Struktur die hat. Wir, ja, sehen das gleich, wenn wir ihn mal anschalten. Und durch diesen extrem flachen Winkel strahlt das Bild ja ganz flach über die Fläche. Genau. Und man sieht Unebenheiten, die man sonst überhaupt nicht sieht. Es gibt ein physikalisches Gesetz, also Einfallwinkel ist gleich Ausfallwinkel. Und wenn, ja, ich jetzt so extrem flach, genau, extrem, dann wird es umgeleitet an die Decke und das verhindern wir praktisch mit der Leinwand. Ja, ja, also zum Beispiel, um ein Ausschlusskriterium zu nehmen, Raufasertapeten gehen zum Beispiel gar nicht. Ja. Die sind ja so leicht hügelig und durch diesen extrem flachen Winkel erscheint jeder kleine Knubbel in der Rauffaser wie ein Berg. Und dann, genau, hat man richtige Schatten im Bild. Also, aber auch bei Trockenbau, auch wenn das glatt aussieht. Das ist ja eine Mondlandschaft. Es sind immer Gipskartonwände, ja, und die sind immer irgendwo auch ein bisschen beigespachtelt. Es funktioniert nicht. Und abgesehen davon, man will das ja auch tagsüber benutzen. Also theoretisch, wenn man eine 100% plane Wand hat, könnte man tatsächlich so ein Ding benutzen mit nur einer weißen Fläche. Aber das wäre dann genau wie ein herkömmlicher Projektor auch nur bei voller Abdunklung möglich. Und diese Spezialscreens, die sorgen eigentlich erst dafür, dass das Tageslicht da nicht wird. Eigentlich, es ist ja schon so, dass ein Hardpanel zum Beispiel wäre ja mein Favorit. Ja? Ja. Aber den gibt es leider nur bis 100 Zoll. Und das ist natürlich auch ein bisschen so eine Sache, ob man das jetzt mag. Ne? Ob man das jetzt mag, dass die Screen eben, sagen wir mal, nicht faltbar ist, dass die, sagen wir mal, ja, du weißt, das ist halt, ja, nicht so einfach, das auch, ja, sagen wir mal, zu der Aufbau, aufzubauen. Ich meine, aufgebaut sind sich eigentlich beide relativ ähnlich. Wie gesagt, man sieht eigentlich nicht, ob das jetzt auf dem Rahmen gespannt ist oder wirklich eine durchgehende, ja, Acrylscheibe. Außer eben, dass die eine ein bisschen glatter ist und auch ein bisschen robuster ist. Aber klar, im Aufbau gibt es ein paar Unterschiede. Andererseits, meiner Meinung nach, ist der Aufbau nicht so schwierig. Also wenn man selber nur zwei linke Hände hat, meistens reicht irgendein Hobby-Handwerker, um das aufzubauen. Oder eben Fachhändler beauftragen. Nicht? Ihr macht das bestimmt auch auf Wunsch, oder? Genau, natürlich. So ich fahre jetzt gerade nochmal die Leinwand, beziehungsweise zeige nochmal das Rückteil. Ja, hier sehen wir jetzt die Anschlüsse, die Laserwarnung natürlich und die Anschlüsse. Genau.
Ja, dann kommen wir jetzt nochmal zu den Anschlüssen. Ja, hauptsächlich mechanisch, denn hier sind die Anschlüsse für TV-Quellen, also Satellit oder Kabel. Und das war so frickelig bei dem Vorgänger, weil das so gewinkelt da drin war. Man konnte das gar nicht richtig feststellen. Das kann man jetzt endlich gut montieren. Und ein Triple-Tuner, nicht? Genau. Auch ganz wichtig. Und ein CI-Plus. Ein CI-Slot. Genau, also wie ein richtiger Fernseher kann man hier alle Quellen anschließen und auch PTV mitgucken, also keine Abstriche. Viele Laser-TVs haben noch nicht mal einen Tuner. Der hat sogar einen Triple-Tuner. Dann haben wir hier, was haben wir hier? LAN. Wir haben einen optischen. Ja, LAN ist natürlich, das Gerät ist voll smart, auch wie ein richtiger Fernseher mit eigenen Apps. Da brauchst du natürlich Internet, geht per WLAN oder eben per LAN. Ja. Ja, und dann hat er einen optischen Ausgang, klar, weil er dann auch Ton nach außen geben kann. Und USB. Also und er hat sogar VISA. VISA werden noch viele nicht kennen, das ist ein Funkstandard, womit der Laser-TV sogar Multikanalton direkt an Lautsprecher funken kann. Kabellos, das ist mir wirklich auch schön. Ich habe auch hier gesehen, seitlich ist auch nochmal ein USB. Genau, USB hat er hinten und an der Seite, wenn man halt spontan mal von der Folie, vom Handy oder irgendwelche auch spielen will, ja, das genau. Geht alles von hier. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen den L9G jetzt einmal auf und zeigen mal, was er kann. Richtig. Also, dann bis gleich. TV, machen wir direkt TV, ne? Hat einen Tuner drin. Was hast du hier? Ja, satt. Okay. Standard, oder? Ja. Wird er die 1000 Sender noch voll machen? We'll be right back.
im Prinzip. Ja, wir haben ihn ja eingerichtet, also auf die Schnelle eingerichtet. Den kann man bestimmt noch perfektionieren, aber das passt jetzt schon recht gut. Und das hier ist jetzt tatsächlich der Homescreen, der eben kommt, wenn man die Home-Taste auf der Fernbedienung drückt. Und auf den ersten Blick ist das schon sehr beeindruckend. Ja, dann schütze ich jetzt auch mal aus. Man sieht ja auch jetzt hier an den Farben, dass das ein 3. Man sieht das eigentlich direkt. Man sieht das hier, dass er extrem intensiv. Ach, man sieht übrigens, wenn ich zu nahe komme, dimmt da runter. Das ist der Augenschutzmodus, damit man nicht in den Lichtstrahl guckt. Genau, das haben wir jetzt genau. Wieder mal jetzt aktiviert. Das heißt, jetzt mal wieder. Jetzt ist wieder ein bisschen weg. Ja, man sieht das direkt an den Farben von dem Rot, dem Blau, aber auch das Grün da bei Live Now. Genau. So, prima. Ja, also wir sehen jetzt hier schon mal, die Farbe ist schon mal ganz vernünftig. Genau, wir haben jetzt aufgebaut, das ist der Homescreen, der kommt, wenn man die Home-Taste drückt. Und man sieht auf den ersten Blick, dass es auch ein sehr lichtstarker Laser-TV ist und dass er sehr intensive Farben hat. Man sieht das hier bei dem Rot von Pro7 oder auch bei dem Blau oder da drüben bei dem Grün. Das sind wirklich extrem intensive Farben. Das kann man jetzt gar nicht in dem YouTube-Video so sehen, weil das, der Rest der Kette das nicht. Ich bin sogar der Meinung, dass das auf dem Fresnel auf der Fresnel-Leinwand noch mal heller ist, eine intensive. Allerdings denke ich mal, dass vielleicht der Kontrast hier jetzt ein bisschen besser ist. Ne? Ja, definitiv. Klar, die Fresnel-Leinwand, die wird noch mal ein bisschen mehr Helligkeit pushen und so weiter. Aber, und den Kontrast noch mal verbessern. Aber das hier ist gerade zum Abfilmen auch sehr gut, weil das Blickwinkel stabil ist. Ja. Standard-CLR-Screen. Ja, also man sieht direkt, dass er lichtstark ist und farbintensiv. Dass es ein RGB-Laser ist. RGB-Laser haben manchmal immer so die Tendenz, dass sie so ein bisschen funkeln. Das Laserlicht hat so ein leichtes, so glitzern. Das ist, wenn man hier ganz nah rangeht, kann man das sehen. Aber ich persönlich finde es besser als bei anderen Geräten, die ich schon gesehen habe. Also subjektiv jetzt. Ne? Ja. Also ich sehe hier aus 2 Metern entfernt kein schönes Glitzern. Also ich habe das schon intensiver gesehen bei anderen Geräten. Ja, gut. Zum Menü selber, logisch, das ist eine typische Smart-TV-Oberfläche. Hier haben wir die ganzen Streaming-Apps, Netflix, YouTube, die gängigsten. Also es funktioniert auch, sagen wir, reibungslos, ruckelfrei. Absolut schnell, man sieht direkt, das hier, also ja. Komplett ohne Verzögerung. Hisense bewirbt, glaube ich, auch irgendeinen schnellen Prozessor. Da wird also nicht gespart in der Hinsicht. Nee, also ich starte jetzt mal die YouTube-App, die ist ja lizenzfrei sozusagen. Ja, da sieht man auch, wie schnell man im YouTube ist, das ist ja keine Sekunde. Muss nichts geladen werden. Und jetzt haben wir hier die tagesaktuellen Empfehlungen. Spider-Man. Ja, den Spider-Man-Trailer. Können wir mal kurz aufrufen. Noch ein bisschen Spielfilmmaterial. Das ist natürlich sauber. Ne? Wenn, sag mal, im Gegensatz zu einem richtigen TV, dann hat man hier jetzt wirklich 100 Zoll. Richtig. Ja. Sag mal, da gibt es, glaube ich, momentan im TV-Bereich, kenne ich jetzt nur 85 Zoll. Ja, genau. Da haben wir jetzt hier schon mal 100, natürlich 100 Zoll Smart TV, genau, 120. Und man sieht ja jetzt hier auch beim 100 Zoll Screen, wir haben hier jetzt hier ein ganz normales Lowboard und das Gerät steht drauf. Wir haben jetzt nicht überdimensionale Abstände zur Wand, sondern das ist noch voll wohnraumkompatibel. Bei 120 Zoll, klar, da müsste noch ein bisschen weiter wegstehen. Ja. Und man kann ja zum Beispiel auch eine Deckenmontage machen. Ja, das geht jetzt tatsächlich auch. Das hat am Anfang ja gefragt, ob er an der Decke hängt. Kann man auch an die Decke hängen. Das ist auch eine Option tatsächlich. Ja, hell. Zwischenbildberechnung ist an. Das kann man natürlich jetzt im Video wahrscheinlich nicht sehen. Läuft sehr flüssig. Macht keine großen Artefakte, auch hier bei den Action-Sequenzen. Funktioniert alles schon recht gut, muss man sagen. Erfüllt den Anspruch, den man an so TV stellt, auf den ersten Blick sehr gut. Jetzt gucken wir mal, was man noch so einstellen kann. Moment, YouTube verlassen. Einstellungen. Hier sind wir jetzt im normalen Projektormenü sozusagen. Nicht? Da haben wir verschiedene Bildmodi. Das war jetzt noch nicht mal der hellste, würde ich sagen. Bei dynamisch wird er wahrscheinlich noch mal einiges heller. Können wir ja noch mal. So, ja, ist er noch heller.
weiß nicht, das wird man natürlich durch die Kamerabelichtung nicht so sehen. Dann Ton. Hat er auch verschiedene Modi. Er hat Dolby Atmos. Gut, man fragt sich, ich persönlich frage mich immer Dolby Atmos mit so einer Art Soundbar. Ein komplettes Soundsystem wird er wohl kaum ersetzen können. Aber der Klang, wie gesagt, ist schon beeindruckend. Tonmodus Einstellung, hier können wir jetzt... Man kann ja auch, sagen wir mal, einen Heimkino-Receiver oder man kann auch, sagen wir mal, per Bluetooth kann man sich da auch mit einer Heimkino-Soundbar verbinden. Ja. Und ja, das ist natürlich ganz klar, dass das ein ganz anderes Sound ist. Ne? Ja, ja. Gut, wir haben jetzt hier so einen Equalizer, das heißt, man kann das tatsächlich nach Belieben sich selber noch einstellen. Automatische Lautstärke, ja, das ist natürlich, damit man so einen einheitlichen Lautstärkepegel hat, nicht, wenn man zwischen den Sendern umschaltet. Ja, und so weiter. Was haben wir hier noch bei Lautsprechern? Ja, da haben wir ja den digitalen Ausgang. Und da kann man sich das dann aussuchen. Ah, genau, er kann auch über HDMI den Ton ausgeben, genau. Über Bluetooth. Das ist ja das Ding mit dem Heimkino-Receiver. Genau. Dann nimmt man dann den ARC-Ausgang. Richtig. Gut. Netzwerk, ja, haben wir ja schon verbunden, mussten wir nicht viel machen. Da hat man jetzt zum Beispiel auch WakeOn, ne? Das heißt also, dass er über LAN angeht. Ja. Schätze genau. Ich mal. Genau. Bedienung, Menüschema dunkel, mal gucken, hell. Aha, hell, oh ja, das ist wirklich hell. Dunkel finde ich ein bisschen schöner, muss ich zugeben. So, Menütransparenz, ach Gottchen, da kann man ja alles einstellen. System, das hier wird noch interessant sein. Hier kann man jetzt die Geometrie noch korrigieren. Das haben wir noch gar nicht aufwendig gemacht. Jetzt kann man sich tatsächlich beliebige Punkte aussuchen. Und dann kann man hier tatsächlich man zum Beispiel das Bild jetzt na, Pixel quasi genau hoch, Pixel genau, hin, genau hinbiegen, Zeit im Maßen genau des Wortes. Ja. Passt aber so schon sehr gut. Also wenn man jetzt gar nicht groß verändern. Augenschutz kann man zeigen, wenn ich den aktiviere und ich nähere mich jetzt dem Gerät, dann merkt er das und fängt an zu warnen. Um Ihre Augen zu schützen, schauen Sie nicht direkt. Und wenn ich zu... Jetzt habe ich abgeschaltet, weil wir nicht schnell genug weg waren. Ich probiere es nochmal. Ja, jetzt merkt er, dass ich... Ja, jetzt kommt gleich der Countdown. Ja. Ja, doch, diesmal hat er nicht ganz abgeschaltet. Also das ist, gut, das ist besonders, wenn jetzt kleine Kinder oder Tiere in der Nähe sich aufhalten und das Gerät auch mal unbeaufsichtigt ist. Und natürlich sollte man nicht dauerhaft hier in diese Lichtquelle reingucken. Und wenn man diesen Augenschutz aktiviert, dann geht das gar nicht, weil das Gerät vorher einfach ausschaltet. Genau. Den kann man auch deaktivieren und dann ignoriert er das. So. Support, Systeminformationen, klar, da haben wir wahrscheinlich wieder... Firmware-Updates, Firmware-Aktualisierung heutzutage ja ein. Gucken, ob da irgendwie, ob da jetzt momentan eins ansteht. Gucken wir mal, genau. Wir brauchen es ja nicht ausführen. Überprüfen wir die. Dann schauen wir mal. Aktuellste Version wurde installiert. Ja. Sehr gut. Dann hatten wir die noch. Kann das auch automatisieren, dass man sich da nicht drum kümmern muss. Haftungsfernsteuerungsservice. Vom kleinen Server aus steuern. Okay, ist also auch. Netzwerk tauglich alles. Ja. Was haben wir denn, sagen wir mal, gibt es da auch einen Echo-Mode? Oder beziehungsweise kann man die Zwischenbildberechnung verfeinern? Gucken wir mal. Wir haben hier, ich gehe mal auf den Standard-Bildmodus. Jetzt haben wir Bildmodus-Einstellungen. Lichtintensität. Aha, da haben wir schon die Lichtausbeute. Da kann man also einstellen, wie stark die. Die Laser, oh ja, oh, der war noch lange nicht auf, der war auf 12, ne? Jetzt kommen wir auf 20. Och. Das ist also tatsächlich die Laserlichtquelle. Und dann haben wir nochmal die herkömmlichen Helligkeit-Kontrastregler, die beziehen sich auf das Eingangssignal. Adaptiver Kontrast, dann passt er sich an dunkle und helle Szenen an, das heißt, er dimmt dann je nach Bildinhalt. Hisense gibt ja selber 1:1 Kontrast an. Gut, das ist natürlich ein Marketingwert. Bei Vollschwarz schaltet er einfach die Laser ab und dann kann der Hersteller eigentlich alles angeben. Richtig. Da müssen wir halt nochmal richtig nachmessen. Aber
Also so der Inbildkontrast ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hoch. Da haben wir die Bewegungskompensation, das ist die Zwischenbildberechnung. Ja, die können wir tatsächlich ausschalten, stark, für starken Soap-Effekt. Die stand auf Standard, da war sie auch schon sehr flüssig. Und man hat hier eine Benutzer definiert. Ah ja, das ist schön, da kann man selber einstellen, A, wie stark es noch ruckeln soll bei 24p oder wie flüssig. Oh ja, das geht bis. Und B, wie stark die Bewegungsschärfe sein soll. Das ist schön. Da kann jeder seinen eigenen persönlichen Sweet Spot, das ist super. Das ist besser als diese Aus-Mittel-Hoch-Einstellung, die viele Geräte noch haben. Ja, das ist schon mal sehr gut. Kann man nicht meckern. Rauschreduktion, genau, das sind die üblichen Farbtemper. Was kann man über Experten anstellen für die Experten? Genau, jetzt kommt was für die Kalibrier-Farbraum nativ. Nativer Farbraum des Gerätes ist natürlich sehr, sehr groß. 107% BT2020. BT2020 ist ein Farbraum, der von der Software noch gar nicht genutzt wird, weil eben gar keine Fernseher das können. Das können tatsächlich nur diese RGB-Lasergeräte. Die sind zu unglaublich intensiven Farben in der Lage. Farbtuner, ja, das ist für die Kalibrierfans. Da können die alle Farben kalibrieren und natürlich perfektionieren. Weißabgleich, sogar als 20-Punkt. Ja, das ist wirklich... Also das ist auf jeden Fall, sehe ich jetzt schon, sehr professionell. Da kann man sich austoben, ja. Da kann man sich... auch hier Gamma, H2.2 hat auch das 1886, das manche bevorzugen. Gamma-Kalibrierung. Ach Gottchen, das kann man dann in 5er-Schritten... Ah ja. Ja, da kann man wirklich, das kann man wirklich perfekt einstellen, wie man möchte, ja. Also da haben wir einen kompletten Gamma-Equalizer. Da sehe ich schon sehr viele Kunden, die da ihren Spaß dran haben werden, sagen wir mal, auch filmabhängig, sagen wir mal, den Projektor einzustellen. Genau, die Übergänge sind ja fließend. Eigentlich ist das ja ein Fernsehgerät. Ja. Jetzt sagt man vielleicht, die meisten Fernsehgucker interessieren sich nicht so für perfekte Farben. Bei Heimkinobeamern sieht das wieder ganz anders aus. Da gibt es viele, die wirklich das absolut perfekt eingestellte Bild wollen. Und hier kann das eigentlich jeder machen, wie er will. Es gibt verschiedene Presets für die Perfektionisten. Für die Kalibriersüchtigen gibt es. Ja, ich würde mir jetzt aber so einen James Bond würde ich mir anders einstellen, auch sagen wir, dass er Flasche ein bisschen mehr ruckelt. Ja? Ja. Weil das ist dann mehr so mehr Kino-like. Ne? Also im Kino hast du ja eigentlich sowas überhaupt nicht. Ne, man hat im Kino ja keinerlei Zwischenbildberechnung. Es gab ja ein paar, zwei, drei Filme, die mit 60 Hertz funktionierten. Ja, dann ist auch, sagen wir mal, die Auflösung ist grieslich. Ne? Das ist eigentlich alles anders, so wie man es eigentlich einstellen würde. Ja, zumindest so etwas ältere Semester wie wir. Wir haben noch das typische Kino 24p-Ruckeln. Und wir wollen das eben so haben. Wir wollen das so haben. Da ist unscharf, ist da scharf. Ne? Junge Generationen sind das vielleicht nicht mehr so gewohnt. Und insofern, aber das kann jeder einstellen, wie er will. Ich finde das alles sehr gut. Also das ist auch scharf sehen. Das macht alles einen guten Eindruck. Scharf ist er auch, definitiv. Auf jeden Fall. Also... auf den ersten Blick, ohne dass wir ihn jetzt groß vermessen haben, ich sage schon einer der Besten. Aber ich bin da schon sehr beeindruckt. Ich bin auch beeindruckt. Also was ich da jetzt sehe. Und ich muss sagen, wir haben ja da schon im Vorfeld uns ein bisschen informiert, was die anderen Experten dazu sagen, jetzt in der USA, ne? In der USA oder in den USA. Genau, ich meine, er hat einen Hauptkonkurrenten, das ist der Samsung. Das ist das einzig andere RGB-Laser-TV-Gerät am Markt, hat auch sehr intensive Farben, aber ich habe sie jetzt noch nicht nebeneinander gesehen, aber ich würde aus dem Gedächtnis sagen, er ist heller, definitiv. Tatsächlich ist er auch in den technischen Daten heller, also der wird schon etwas lichtstärker sein, was natürlich gerade unter restlichen Bedingungen besser ist. Ja. Der Samsung braucht ein bisschen weniger Abstand, also das ist ganz interessant, aber dieses Gerät hier... Da wird man... seinen Spaß damit haben, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Das ist definitiv. Und ob man das jetzt in 100 Zoll oder in 120 Zoll haben muss. Ich meine, im Wohnzimmer ist 120 Zoll schon eine Hausnummer. Ja. Das muss man nicht unbedingt haben. Aber es gibt ja auch Leute, die setzen sich im Kino in die erste Reihe. Da kann man auch eine 120 Zoll Leinwand hinhängen. Ja, das hängt natürlich auch von der Größe des Wohnzimmers ab. Nicht? Wenn man ein richtig schön riesiges Wohnzimmer hat, dann, wo man weit weg sitzen kann, da ist ein 120 Zoll Bild natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Nicht? Man muss sich bei Hisense vorher entscheiden. Ich persönlich weiß, dass man das im Gerät natürlich verstellen kann, aber da kommt man als normaler Anwender nicht so leicht dran. Sagen wir mal so,
wir können jetzt nicht mehr machen. Also ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich nochmal den L9G genauer unter die Lupe nehmen. Ja, das will ich jetzt mal du machen. Du wirst ihn vermessen. Genau, ich werde ihn vermessen, definitiv. Und nochmal weitgehend überhaupt testen. Sehr spannendes Gerät. Also man sieht auch jetzt schon, das wird schon eines der besten Laser-TVs des Jahres sein. Also ja. Definitiv. Das kann man jetzt schon so sagen. Kann man jetzt schon sagen, weil es sieht... Also aus meiner persönlichen Erfahrung, was ich jetzt hier mit, das ist ja normales Fernsehmaterial und ich sehe auf den ersten Blick, dass die Farben stimmiger sind als beim Samsung. Beim Samsung musste man bei normalem Fernsehmaterial schon einiges nachoptimieren. Ja. Bei HDR sah das anders aus, da war der sehr gut aus auf der Box, aber hier sehe ich schon, dass das Color Management schon etwas fein getunter ist. Man muss auch sagen, dass viele Angaben, also auch von den Mitbewerbern oder von den Geräten der Mitbewerbern, dass diese Angaben meistens ja auch, eine Definition bedürfen. Also sagen wir mal, das heißt, wie sie gemessen sind, warum die Zahlen so groß sind. Ja? Ja. Aber ich vertraue doch eigentlich eher dem, was ich selbst gefälscht habe oder wie sagt man da bei diesem Sprichwort? Ja, genau, ja, richtig. Oder traue keinem... keiner Statistik, die ich selber gefälscht hast, ne? Ja. Das heißt also, wie ist denn der auf 1 Million so eins gekommen, wenn das Auge sowas überhaupt nicht wahrnehmen kann, ne? Ja. Dann vertraue ich doch lieber dem Bild, das mir gefällt, ne? Den Eindruck gewinne, dass das Schwarz schwarz ist, ja, und dass, sagen wir mal, das Rot hier mir besser gefällt, ja, dann ist es ja jetzt auch egal, was da für eine Zahl steht. Ja. Mhm. Wenn sagen wir mal, der Mitbewerber grau ist, und dann kann ja irgendwas mit dieser Angabe nicht stimmen. Ja, das stimmt. Das muss man jetzt sagen. Naja, Herstellerangaben sind immer die bestmöglichen Werte, die irgendwie erreicht werden, und es wird selten erläutert, wie sie erreicht werden. Genau. Manchmal gibt es Modi, die einfach nur die Messwerte hochschnellen lassen, die aber dann... Und ich kenne jetzt zum Beispiel am Markt Angaben, wo man behauptet, sie hätten 3500 Lumen. Ja? Ja. Und ich sehe jetzt hier den hellsten UST-Beamer, den ich jemals gesehen habe. Und also ich meine, es kann natürlich sein, dass es ähnlich hellere gibt, die ich jetzt nicht kenne. Aber den ich ja, aus dem Gedächtnis ist das immer so ein bisschen schwierig, ja, aber man merkt direkt, dass er sehr hell ist. Richtig, der ist sehr hell und der hat 3000. Also ja. Was weiß ich, wenn der jetzt 3000 Ansilumen hat, dann müsste er hier dann 3500 Lumen haben. Ja, 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 gut, manche geben ja auch die Lichtquellenhelligkeit an, dann steht da auf einmal 6000 Lumen in den technischen Daten. Ja, die hat er dann irgendwo im Gerät. Das interessiert natürlich niemanden, nee, ne? Weil die ganzen Verluste danach ja noch da drauf kommen. Oder ich würde jetzt, sagen wir, den Projektor irgendwo 400 Meter unter der Erde in irgendeinem Salzstollen anschmeißen, ne? Und dann hätte ich vielleicht 8.000, 12.000 Lumen. Ja? Ja. Aber das nützt uns ja nichts. Das wäre ja viel zu hell. Ja. Ne? Aber sagen wir mal, die Helligkeit, ne? Die ist natürlich jetzt besonders, sagen wir mal, im Bereich von... Beim HDR, also bei den HDR-Farben, da ist natürlich Helligkeit ausschlaggebend. Ja, also HDR steht ja für High Dynamic Range. Das lebt davon, dass Highlights besonders lichtstark sind. Und je heller ein Gerät ist, desto besser kann das natürlich diese Highlights dann auch wirklich in Licht umsetzen. Und klar, je größer das Bild ist, desto relativer ist das mit diesen Highlights. Aber klar, also wir hatten es ja eben schon erwähnt. Das war wahrscheinlich auf 100 Zoll bezogen, diese 400 noch was mit. 420. Das ist bei so einer Bildgröße natürlich schon sehr ordentlich. Aber das, ich kenne ja auch im Businessbereich die Präsentationsmonitoren und die sind auch nicht heller. Ja, das stimmt. Viele Monitore sind nicht heller. Das, das muss man jetzt mal so sagen. Und das bedeutet, dass ich im Umkehrschluss auch bei Tageslicht ein sehr gutes Bild habe. Ja. Ja. Gut, haben wir noch irgendwie was vergessen? Och, ich denke so für das erste Unpacking und die erste Vorstellung haben wir, glaube ich, alles gesagt. Vielleicht noch zur Lautstärke, er ist tatsächlich flüsterleise. Recht leise, wir haben ihn, glaube ich, auf höchster Helligkeit, ich überprüfe das jetzt nochmal. Denn da sind wir wieder jetzt bei den Werksangaben, wieder bei den üblichen. Die Hersteller geben natürlich immer die Lautstärke an, aber nie unbedingt in Kombination mit der höchsten Helligkeit. So, wir haben jetzt dynamisch, wir lassen das mal auf dynamisch und gehen hier auf
Lichtintensität. Ja, ist auf Anschlag, tatsächlich. Ja. Und er ist wirklich, er ist jetzt hörbar, aber es ist eine angenehme dunkle Frequenz. Geh mal runter. Geh jetzt mal auf. Wir warten jetzt mal. Wie machen wir das jetzt? Oder kannst du vielleicht einen anderen Modus einstellen, dass er dann weiß, dass. Können wir mal machen. Wir sind gerade wieder beim Film. Noch? Ja, tschüss, ne? Er scheint sich gar nicht groß zu verändern. Doch, jetzt oder? Auf jeden Fall ist er leise, definitiv. Im Verhältnis zur Lichtstärke ist das nicht laut, das Gerät. Jo, können wir auch mal messen. Hat er jetzt solche Stufen, dass er sagen wir Mittel, aber also so Eco-Mode und sowas hat? Ja, das geht hier über diese. Oder geht es nur über die Leiste? Das geht über diese Leiste, ja. Anscheinend. Können wir mal gucken, aber das ist. So. Ich drücke nochmal die Home-Taste. Das ist das so. Achso, ein bisschen mal dran. Sag mal, der Regenbogeneffekt ist. Er hat genau. Recht wenig Regenbogeneffekt, ja. Das funktioniert alles sehr gut. Eigentlich sehe ich jetzt überhaupt keinen Regenbogen. Nee, hast du da irgendwie was? Bisher habe ich noch keinen störenden Regenbogen gesehen. Ja. Oh ja, das Menü kann man noch, ja, das ist aber auch ziemlich selbsterklärend, nicht? Ja. Senderliste, Programmübersicht. Man hat natürlich, wie sich das für ein Smart TV gehört, so ein komplettes Fernsehmagger, kompletten Programmguide. Das funktioniert aber auch alles super schnell, ne? Ja. Also wirklich. Da kann man nicht meckern. Das ist wirklich brauchbar. Ja. Also sagen wir mal, wenn man schon das Geld ausgibt, dann ist das nicht, dass man sich da an der Stelle jetzt ärgert. Ne? Ja. Also da hat man wirklich vollen Genuss und auch sagen wir, bei der Angabe verliert man also keinen Spaß. Ja, definitiv. Das ist wirklich ziemlich ausgereift. Der Vorgänger oder der kleine Bruder, der war ja auch schon ziemlich gut. Der war nicht so hell, der war relativ, der war etwas limitierter von der Lichtleistung, aber er war von der Bedienung auch schon so extrem praktisch. Kannst du vielleicht nochmal in den App Store gehen? Genau, den App Store. Schauen wir uns auf den App Store. Das würde mich jetzt mal interessieren, was man da laden kann. Gehen wir mal hier, das wird hier wohl bei My Apps sein. So. Das sind die Apps, die schon installiert sind, glaube ich. Ne? So, das sind ja schon ganz schön viele. Und wo ist jetzt der App Store? Ist er nicht in den einen, also in dem Menü? Da, also gucken wir nochmal. Seite 1. My Apps. My Apps, genau. Da waren wir gerade. Apps zu löschen und zu sortieren. Sind die alle drauf? Free? Schauen wir mal. Hier haben wir was. Kids Red Bull. Die sind alle schon installiert. Also Streaming, für Streaming ist gesorgt. Ja, definitiv. So, wo ist jetzt der App Store? Da braucht man eigentlich nichts anderes mehr machen. Am besten den Job kündigen und dann den ganzen Tag streamen. Ja, genau. Wie heißt das heutzutage? Binge-Watching, ne? Serien auf ein Stück gucken, ganze Nächte durch. Doch, sagen wir, auch mit dem Sonnenuntergang sieht man, dass die Farben ganz einfach hier schon das halten, was man vorher bei dem 3-Laser auch verspricht. Ja. Ja, also hier, man sieht hier zum Beispiel eben gerade intensive Cyan-Töne. Das kann die Kamera gar nicht so eins zu eins aufnehmen, wie das hier in echt aussieht. Jetzt sieht es wieder relativ ähnlich aus,
Aber eben, dass man extrem intensive Farben, die wirklich... sehr natürlich auch, ne? Nicht total übertrieben. Ne? Also man sieht auch hier, dass das nicht einfach nur hell ist, sondern man sieht hier im Schnee, sieht man die grauen Stellen und ja. Ja, Schärfe, aber noch gar nicht zu gesagt, machte 4K mit Schiff-Technologie, hat sich auch bewährt. Ne? Ist auf jeden Fall ein scharfes Bild. Ich würde mal sagen, so 90% von den nativen Geräten. Ne? Genau, so viel jetzt abschließend. Ich würde sagen, wir warten dann noch eine. Genau, ich würde noch mal mich ein bisschen mit den Messinstrumenten daran austoben und dann sehen wir weiter. Aber der erste Eindruck ist schon mal ziemlich gut. Ja. Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr so lange mit uns ausgehalten habt. Und wenn noch Fragen sind, einfach unten in den Kommentaren die Fragen stellen. Und wir beantworten das natürlich. Und ja, vielen Dank. Und wir wünschen euch noch einen guten Abend. Tschüss. Oder Tag. Tschüss.